Herzlich willkommen. Unser Thema heute ist Kunststoff als Werkstoff im Vergleich. Die heutige Welt ist geprägt von einer Mannigfaltigkeit an Werkstoffen, seien es Holz, Metall oder neuartige und moderne Kunststoffe. Doch wo unterscheiden sich die verschiedenen Werkstoffe? Betrachten wir zunächst die Dichte. Durch Errechnung von Volumen und Messung der Masse lässt sich die Dichte der Körper ermitteln. Sehr interessant. Kunststoffe besitzen zumeist eine geringere Dichte denn Metalle. Ob ihrer Leichtigkeit werden Kunststoffe gerne im Fahr- und Flugzeugbau genutzt. Untersuchen wir nun die elektrische Leitfähigkeit. Es fließt ein elektrischer Strom durch das Metall. Die Messung zeigt, Kunststoffe sind nicht elektrisch leitfähig. Daher nutzt man sie auch zur Isolation von Drähten oder technischen Geräten, während Metalle als Leiter genutzt werden. Nun zur Wärmeleitfähigkeit. Metalle sind, wie wir sehen, vorzügliche Wärmeleiter. Sehr interessant. Der Kunststoff leitet kaum Wärme, schmilzt aber bei relativ niedrigen Temperaturen. Hier der Vergleich mit Metall. Mit dem gegebenen Equipment lässt sich das Metall nicht schmelzen. Da Kunststoffe schlechte Wärmeleiter sind, nutzt man sie zum Beispiel in der Gebäudedämmung oder Isolation von Werkzeugen. Metalle werden für Kühlgerippe genutzt, da sie die Wärme vorzüglich leiten. Nun zur Verformbarkeit. Die Verformbarkeit variiert sehr stark von dem spezifischen Kunststoff. Einige sind kaum verformbar, andere wiederum gewollt weich und flexibel. Nun zur Härte. In dem nächsten Experiment belasten wir einen Metallgegenstand und einen flachen Kunststoffgegenstand. Sehr interessant, das Metall ist nicht gebrochen und bleibt unversehrt. Der Kunststoff hingegen ist zersplittert. Metalle eignen sich also als Werkstoff für Objekte, die besonderen Belastungen standhalten müssen. Wir haben gesehen, dass Kunststoff und Metalle sich in einigen Punkten ähneln, in einigen aber auch sehr verschieden sind. Doch vor allem sei die facettenreiche Vielfalt der modernen Kunststoffe zu betonen, die es ermöglicht, diese nahezu überall einzusetzen. Wir hoffen, diese Sendung hat Ihnen gefallen. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, gehaben Sie sich wohl.